Genau so. Und damit ein herzliches Willkommen zurück an dich zur nächsten Folge Überleben in der Minecraft Version 1.11. Und ja, ich bin immer noch hier. Die Woche bei euch mit jeden Tag ein Video ist jetzt vorbei. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie fandet ihr das Ganze so? Ich bin immer noch hier. Okay. Alles nochmal, Kommando zurück. Erstmal zurück zu meiner Workbench. Halt die Fresse, Zombie. Erstmal zurück zu meiner Workbench und ein gutes Schwert machen. Das muss jetzt einfach mal sein, denn in der Höhle hier ist ein bisschen mehr los. Gibt es hier eigentlich das Feature mit F7? Nö. War mir sozusagen schon klar, dass das wieder nicht funktioniert. So, das Eisen ist fertig. Ich würde sagen, wir machen uns... Komm, wir Lump muss man überhaupt nicht machen, uns ein Gierschwert. So. Hat den Erfolg zu den Waffen erzielt. Super. Dann würde ich sagen, jetzt können wir nochmal da oben mal gucken gehen. Stellen wir uns mal vor und sagen mal Hallo. Aber ich würde sagen, ich nehme das ganze Gedöns hier mit, also Wurzbacken und den ganzen Rotz, was wir alles noch so brauchen können. So. Oben entsichert. Super, ja, ich habe den ja auch schon abgebaut. So, dann können wir wieder hochgehen. Und ja, wie gesagt, wie fandet ihr denn das so mit jedem Tag ein Video? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine Erfahrung. Einer Seite war es natürlich auch mal richtig schön, dass du weißt, du kannst den Zuschauern jeden Tag was bieten. Ich nicht. Aber andererseits musst du natürlich auch immer damit leben, du musst eigentlich so ziemlich jeden Tag aufnehmen. Oder ansonsten musst du, wenn du nicht jeden Tag aufnehmen kannst, was auch ab und zu mal der Fall ist, gerade über die Feiertage. Ey, sag mal, wo kommt denn ihr her? Ich hab dich doch geschlagen. Meine Fresse, so, die Kohle gehört jetzt erstmal mir. Ja, es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Wie gesagt, du musst einerseits willst natürlich auch so Familie und so da sein, aber andererseits musst du jeden Tag aufnehmen. Und wenn du einen Tag nicht aufnimmst, am nächsten Tag zwei. Und vielleicht sogar noch drei, damit du einen Tag wieder puffern kannst. Das natürlich, da soll ich kein Geheimnis draus machen, ziemlich im Voraus aufgenommen. Aber trotzdem, die letzten paar Tage war es dann doch, jetzt ist die PKO noch kaputt. Hui. Cool. Das nehmen wir direkt mal mit. Ja, weiß, was man verbrauchen kann. So, dann baue ich das Ganze hier. Wie baut man denn hier? So, also, einfach. Button, Smash, mäßig drauf. Hier ist ein Enderman. Kriegen wir die Enderperle oder kriegt der uns? Ich mache jetzt mal eins. Ich kann auch hier, muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, als YouTuber kannst du hier mehrere Homes setzen. Und Inventar ist voll super. Ich glaube, als YouTuber kannst du hier mehrere Homes setzen. So, Set, Home, 2. Ungültiger Name. Tot. Homepunkt gesetzt. Homepunkt tot gesetzt. Super. So, da kann ich mich nämlich direkt dann hier, sollte ich jetzt hier drauf gehen, direkt mal sterben. Genau so. Das war eigentlich jetzt nicht geplant. Sorry. So, beim Homepunkt sind wir. Also geht das jetzt slash home. Tot. Cool. So, hier durch. Und da vorne ist der Todespunkt. Das hier können wir mal, die Tour können wir wegschmeißen, die brauchen wir nicht. Ist der? Okay, der Enderman ist weg. Das ist super. Erfolg erzielt, Diamanten. Ja, klasse, ich hatte schon vorher welche. Aber ich suche mir jetzt erstmal irgendwo ein ruhiges Plätzchen, wo ich mal so Inventar sortieren. Ich würde sagen, das Ganze mache ich einfach mal so ganz semi-professionell, einfach mal so hier. Habe ich eine Fackel? Nö, habe ich nicht. Also, erstmal so Inventar sortieren. Das war die 1, auf der 2 hatte ich gar nichts. Ja, den hier kann ich direkt mal setzen, den brauche ich jetzt eh gleich wieder. Denn ich muss mir erstmal, jetzt brauche ich denn eine Picke, muss ich mir noch machen. So, einmal die Picke gemacht, das hier kann eigentlich weg. Dann, was hatte ich dann? Das Schwert brauche ich nicht, die Axt hatte ich hier. Und gut, ich würde auch sagen, in dieser Folge machen wir mal eins, wir gehen mal nach oben, dein Inventar ist voll. Achso, der ist geliebt. Dein Inventar ist voll und ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben und suchen uns irgendwo ein kleines Plätzchen. Ja, willkommen, neuer, willkommen. Was?
Invis Puffy, alles klar. Netter Name auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Und ja, suchen uns mal und versuchen mal uns so eine kleine ja, Base zu bauen, kann man schon fast sagen. Sorry, ich bin übrigens, ich weiß nicht, ob man es hört, immer noch ein bisschen krank. Aber wir gehen erstmal nach oben, oder ist gerade Nacht? Ich glaube, es ist gerade Nacht. Das ist natürlich suboptimal. Stimmt. Ich war gerade vorher schon ein bisschen auf dem Server, auf einer anderen Map, da die Maps sind hier alle ein bisschen abgestimmt, was die Zeit angeht. Da war es gerade Tag, also ist jetzt hier Nacht. Super. Müssen wir uns bei Nacht etwas suchen. Und ich höre schon Zombie und ich habe keine Lust, nochmal zu sterben. So. Was ist, geht hier oben was oder geht hier nichts? Doch, hier geht was. Hallo Zombie. Wie war denn dein Weihnachten so? Wir sehen nochmal Zombie. Hat gewotet. Super. Können wir nachher vielleicht auch mal noch machen. So, kann ich hier? Ne, da tausend nämlich nicht, denn ihr kennt die Koordinaten. Aber ich suche jetzt, wo war denn jetzt mein Eingang zur Höhle? Eingang zur Höhle, Höhleneingang. Hier ist er. Ist ja schon bald wie in der ersten Folge hier mit den Zombies. Jedoch, jetzt muss ich leider so Button-Smasher-mäßig raufgehen. Aber anders geht's leider nicht, wenn du zwei hast. Also wenn die zwei Zombies angreifen. Und ich glaube irgendwie, die neue Version stellt die Klicks irgendwie nicht mehr so schnell durch. Meine Tickets sind so. Aber ich würde mal sagen, wie waren das hier? So, Eingang. Machen wir uns mal einen Waypoint. Sieht man den? Ja, sieht man auch auf der Minimap. Und dann gehe ich mal ein bisschen suchen, wo wir eventuell... Ich mache dazu auch mal... Na, das brauche ich nicht. Das brauche ich. Option im... Koordinaten. Die Koordinaten mal aus. Denn ihr wisst, ihr sollt mir hier das Leben ein bisschen schwer machen. Und so ist es ja eher suboptimal, wenn ihr genau wisst, wo meine Base ist. Also ihr könnt natürlich gerne... Wenn ich irgendwo bei meinem bin, bei mir mal vorbeikommen und mal Hallo zu mir sagen. Aber ungern bei mir in der Base. Drum habe ich jetzt hier mal Koordinaten ausgemacht. Dann, ja, viel Spaß beim Suchen. Und ich habe immer noch die Angewohnheit, Tab zu drücken. Das ist richtig geil. So, hier werden noch ein bisschen Holz, wenn wir brauchen. Da hinten ist ein... ja, da hinten ist schon was. Ich gehe da mal ganz kurz gucken. Vielleicht wohnt hier ja schon gar keiner mehr, dann kann ich das haben. Ich sollte was essen. Habe ich hier was? Habe ich hier was? Nein! Glück gehabt. Das war knapp. Das war gerade irgendwie so typisch ich. Rennt vor den Creeper, packt Inventar aus, geht erst mal gucken, hat er was zu essen dabei. Und dann, bumm. Hier sieht es auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Gehen wir doch mal gucken. Also wenn hier, ich mache ja gerne so, wenn irgendwo jemand wohnt, dann mache ich da nichts. Ist das hier überhaupt protected? Okay, das ist protected. Also das hier ist anscheinend jetzt eine der Städte. Dann würde ich sagen, gehen wir... Ja, komm. Gehen wir mal andere Richtung noch ein bisschen weiter. Und es ist an sich vielleicht schade, aber... Na komm, weiß. Wir gehen weiter und machen hier dann so... Ich habe ja mein komplettes Inventar dabei. Versuchen hier so ein bisschen so Neuanfang zu starten. Ja? Also dann ist ja vielleicht so ein kleines Häuschen mit direktem Eingang zu einer Höhle. Und ich brauche demnächst wirklich noch was zu essen. Aber ja, das soll jetzt nicht das sein, was wir uns hier aufhalten wollen an Essen. Da hinten sieht es doch schon wieder ein bisschen fruchtbarer aus, wie in der Höhle. Gut, aber ich würde sagen, wir sind wieder bei, ja, 9 Minuten. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt mal. Ich setze mir hier jetzt dann gleich noch einen Home-Punkt. So, einmal slash set home. Da wird der Punkt überschrieben. Dann slash spawn, geht zum Spawn und sag, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie war das hier mit jeder Woche ein Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.